Ladies and Gentlemen, Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster Review hier bei Kirmes Aktuell. Und heute schauen wir uns mal wieder eine thematisierte Achterbahn an. Und zwar heißt diese Achterbahn Warp. Und erbaut wurde das Ganze von dem Steam-Creator Dr. Fugo oder Dr. Fugo, wie auch immer man den Namen ausspricht. Ihr findet natürlich wie immer den Link zu dieser Attraktion unten in der Videobeschreibung. Und ja, es handelt sich hierbei um ein, ich würde behaupten, so ein bisschen Science-Fiction-Coaster, sowas in der Richtung, so auf den ersten Blick, also recht futuristisch alles angelegt auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, allein so wie es jetzt auf den ersten Blick schon ausschaut, dass diese Achterbahn auch im Dunkeln durchaus was hermachen wird. Schauen wir uns dementsprechend dann auf jeden Fall auch noch an. Ich habe hier diese Wegweiser jetzt einfach mal dagelassen. Die soll man zwar eigentlich löschen, wenn man hier einen Weg rambaut. Habe ich jetzt aber für uns zur Warteschlangenführung, damit wir es besser nachvollziehen können, einfach mal noch dagelassen. So, ja, ich hätte gesagt, wir schauen uns direkt einfach mal auch die Warteschlange in dem Sinne an, was uns denn hier jetzt so erwartet. Also, hier geht's rein durch so ein, ich würde behaupten, Portal oder sowas in der Art. So schaut es zumindest aus, finde ich. Jawohl. Und dann geht's hier runter. Und hier dann so eine klassische Freizeitpark-Queue-Line. Es schlängelt sich einfach unendlich hin und her. Aber das gefällt mir hier zum Beispiel auch schon echt richtig gut. Wenn hier dann die Achterbahn so direkt an der Queue-Line vorbeifährt, das mag ich auch in richtigen Freizeitparks immer ganz gerne. Das macht dann durchaus Laune. So, jetzt schauen wir mal, hier geht's nochmal lang. Jawohl, da geht's auch noch lang. Und dann geht's hier auch schon rein. Rein ist die Frage. Ein Stationsgebäude in dem Sinne gibt es eigentlich nicht, würde ich jetzt behaupten, weil es ist eigentlich doch alles recht offen so auf den ersten Blick. Also es ist kein Gebäude. Es ist sehr freiliegend. Es ist zwar trotzdem drumherum hier alles so futuristisch gestaltet. Wir haben hier auch noch irgendwie solche Späßchen da. Das ist dann der Ausgang. Aber macht durchaus was her. Also ich sag mal so, die Thematisierung ist auf jeden Fall auch schon hier in der Warteschlange und dann hier auch im Stationsbereich, so nenne ich es jetzt einfach mal, auf jeden Fall schon ganz gut angelegt. Naja, dann setzen wir uns einfach mal direkt rein und fahren eine erste Runde mit Warp. Ich bin mal gespannt. Weil durch die ganzen Deko-Elemente ist der Schienenverlauf, finde ich jetzt auch von außen, nicht so ganz einsehbar, muss ich gestehen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Schiene sogar länger ist, als man erwartet. Geil. Das ist richtig geil. Und hier eben an der Q-Line vorbei. Über die Q-Line drüber sogar. Da waren sogar Trigger-Effekte dabei, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Vielleicht sieht man das dann im Dunkeln besser. Aber wie ich schon vermutet habe, die Schiene ist deutlich länger als erwartet. Krass. Also muss ich ehrlich gesagt sagen, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass dann doch die Fahrt an sich so lange ist. So, ich mache mal hier nochmal kurz geschlossen. Dann laufen wir jetzt einfach auch nochmal hier den Ausgang entlang. Mal gucken. So, hier. Und dann geht es hier auch schon raus. Vermute ich mal, so ist das gedacht. Also der Ausgang an sich ist jetzt nicht ganz so elegant gelöst, würde ich behaupten. Es sei denn, es soll noch woanders lang gehen, aber das schaut jetzt mir nicht danach aus. Naja, gut. Aber auf jeden Fall eine Achterbahn, die sich gerade auch, finde ich, von der Fahrtlänge sehen lassen kann. Weil die Fläche ist trotzdem nicht die größte, muss ich jetzt sagen.
Also ist doch alles recht verwinkelt gebaut eigentlich. Ja, es wird gerade schon automatisch dunkel. Ich werde das Ganze jetzt aber gleich nochmal beschleunigen, wenn wir hier wieder vorne sind. So. Machen wir mal alles dunkel hier. Alter. Okay, genau so ähnlich habe ich es mir tatsächlich auch vorgestellt. Also das sieht schon richtig, richtig geil aus. Ja, doch. Macht schon was her. Sehr stimmig auf jeden Fall. Vor allem, wie brutal hell einfach mal dieses Portal hier ist. Ist geil, oder? So. Dann schauen wir nochmal kurz durch die Kühlein durch. Ja, das ist schon geil. Hier so durch das Portal durch. Okay, die Q-Line selbst ist jetzt gar nicht so wirklich beleuchtet in dem Sinn. Also hier ist jetzt keine Beleuchtung mehr eigentlich angebracht, so wirklich. Aber es ist hell genug eigentlich. Kann man schon durchgehen lassen. Wobei man ja sagen muss, so an sich Deko-Elemente in dem Sinne, es sind halt einfach riesige Gebäude, die hier so drumherum sind. Aber so ein richtig Deko-Element technisch ist ja jetzt hier eigentlich sonst gar nichts. Aber das braucht man, denke ich, auch nicht aufgrund der großen Fassaden, die halt drumherum sind, ne? So. Ja. Alles so in diesem bläulichen Ton geschimmert durch diese ganzen hellen Strahlen hier. Schauen wir uns einfach mal die Fahrt im Dunkeln an, wie die so ist. Und los geht's. Da sind die getriggerten Effekte. Das sieht man zwar jetzt auch im Dunkeln nicht wirklich viel von, weil man doch halt recht schnell dran vorbeifährt im Endeffekt. Muss man fast schon sagen. Da ist auch nochmal was getriggert. Weiß gar nicht, was das ist, ob das so Blitzeinschläge sind oder sowas in der Richtung. Wobei ich jetzt aber sagen muss, also meistens ist es ja tatsächlich so, dass mich die Fahrt im Dunkeln dann vom Hocker haut, war jetzt hier jetzt nicht ganz so der Fall. Was ich hier gerade auch noch beim Losfahren gesehen habe, das hier ist eigentlich echt ganz cool versteckt, der Operator. Der ist hier ganz gut eingebaut im Endeffekt. Oh, sogar mit Feuerlöscher, vorbildlich. So, und dann geht's hier wieder raus. Also muss ich sagen, habe ich jetzt in der Hinsicht vom Dunkeleffekt her nicht vom Hocker gehauen. Ich finde, da könnte man durchaus die Schiene noch ein bisschen, man hätte den Streckenverlauf irgendwie noch ein bisschen expliziter beleuchten können, so ein bisschen highlighten im Endeffekt. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach mal so zum Fazit, ist es auf jeden Fall eine coole Achterbahn. Also gerade in so einem futuristischen Park, sowas Star Wars Parkmäßiges oder so, könnte ich mir sowas tatsächlich ganz gut vorstellen. Macht optisch von außen auf jeden Fall was her, definitiv keine Frage, selbst im Dunkeln. Nur wie ich halt eben gerade schon gesagt habe, mich hat es halt jetzt von der Fahrt her nicht so vom Hocker gehauen, von den Lichteffekten her und so während der Fahrt. Das war halt jetzt hier eher so, ja, nicht so der Hammer. Aber auch im Hellen finde ich die Anlage auf jeden Fall sehr, sehr schön. Es sind halt einfach gigantische Kulissen verbaut worden im Endeffekt. Große Kulissen. Man hat hier nicht viel auf kleine Deko-Elemente Wert gelegt, sondern halt einfach auf viele große Sachen. Da merkt man aber auch, es muss nicht immer richtig krass viel klein, detailgetreu sein.
es lang auch wie hier halt einfach diese paar großen Gebäude im Endeffekt, so muss man es fast schon sagen. Und man hat eigentlich einen echt schön thematisierten Coaster. Ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge Planet Coaster Review hier auf meinem Kanal gefallen hat. Wir sehen uns natürlich nächste Woche Samstag wieder zu einer neuen Folge Planet Coaster Review. Gleich schon mal ein kleiner Teaser. Da schauen wir uns sogar wieder einen ganzen Park an. Ich versuche jetzt immer, wenn es geht, so ein bisschen abzuwechseln. Wie gesagt, daran ein ganzer Themenpark wieder, wird also auch wieder eine etwas längere Folge werden. Könnt ihr euch wieder zurücklehnen. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann nächste Woche Samstag zu einer neuen Folge Planet Coaster Review hier bei Kirmes aktuell wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, macht's gut.